Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid im heutigen Video. Wir haben heute wieder ein richtig tolles Thema und ich muss schon lachen, weil es geht um Schmerzen und Bauchschmerzen. Und eigentlich fand ich das Thema gar nicht so toll, weil ich habe nämlich gerade sehr, sehr starke Bauchschmerzen und bin aber eben auch so zu dem Thema geführt worden. Und ich bin mir sehr sicher, dass Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder auch allgemein körperliche Schmerzen in Zukunft, ja, ich sage jetzt auch mal noch eine emotionalen Ansicht verlangen, ja, so dass wir wirklich erkennen, dass körperliche Schmerzen immer auch mit emotionalen Ursachen verbunden sind. Und schaut mal, bei mir ist es so, seit ich denken kann, habe ich irgendwelche Schmerzen. Also als es ging schon los, als ich 3 war, da hatte ich ganz starke Knieschmerzen. Ich hatte als Kind ständig Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder dann eben Knieschmerzen oder andere Schmerzen. Also ich kann mich kaum an Zeiten erinnern, wo mir nicht irgendwas wehgetan hat. Und das ist für mich so normal gewesen. Und das war aber nicht lebenswert. Und deswegen weiß ich auch, wie Schmerzen uns einschränken und behindern. Und häufig geben wir aber den Schmerzen die Schuld dafür, dass wir uns nicht gut und wohl fühlen. Aber eigentlich sind es nur Hinweise, die uns auf das emotionale Thema hinweisen wollen, was dahinter steckt. Und das ist immer unterschiedlich. Je nachdem, welche Körper oder welches Körperteil wehtut, je nachdem, in welchem Zusammenhang das Ganze passiert. Ich werde jetzt heute auch explizit auf das Thema Bauchschmerzen nochmal eingehen, weil es eben gerade mein Thema ist. Und ihr wisst ja, ich helfe mir mit meinen Videos auch immer selber. Und immer, wenn mein Köpfchen, ich sag mal so, ich habe ein paar Puzzleteile, aber wenn mein Köpfchen das noch nicht zusammensetzen kann, dann setze ich mich mit diesen Puzzleteilen hier vor die Kamera und nehme ein Video auf. Und so werde ich es jetzt heute auch wieder machen und euch erstmal ja anfangen zu erzählen, dass bei Schmerzen, auch gerade bei Bauchschmerzen, ist es so, dass wir häufig, wenn uns was weh tut, dass wir das so ablehnen und dass wir sagen, oh, das tut jetzt weh, was ist jetzt schon wieder los und das ist aber doof. Und ich bin ja genauso. Ja, ich freue mich auch nicht und sage, juhu, Bauchschmerzen, yes, schön, mal wieder Schmerzen. Schönes Gefühl, ja, freue ich mich drauf. Das mache ich ja auch nicht. Aber es ist wichtig, dass wenn wir so dieses erste Gefühl der Ablehnung überwunden haben, dass wir wirklich in uns hineinspüren, was es uns zu sagen hat. Und häufig ist es auch so, dass wenn sich was körperlich zeigt, nicht nur als Krankheit, sondern auch als Bauchschmerzen, dass es häufig schon in die Heilung geht, eben weil es fühlbar wird. Und da vergessen wir häufig gerne, dass Schmerzen oder Krankheiten entweder eine Hinweisfunktion haben oder schon eine Heilfunktion. Entweder möchte uns der Schmerz, je nachdem, wo er sich befindet, hinweisen auf etwas, weil wir das ja sonst nicht verstehen würden, dass da irgendwas verletzt ist. Erst wenn der Schmerz kommt, wissen wir, dass da was ist und dann können wir es heilen. Oder aber der Schmerz ist schon da, weil es in die Heilung gegangen ist. Oder auch beides. Und das ist jetzt zum Beispiel, um nochmal zu den Bauchschmerzen zurückzukommen oder allgemein Schmerzen, es ist häufig so, dass wir unser Leben lang in so einem Überlebensmodus uns befunden haben. Ja, dass wir auch früh, auch in der Kindheit, gerade hochsensible Menschen, sehr früh und sehr häufig traumatisiert wurden. Und dass wir diese Pakete von damals alle mit uns rumtragen. Und die kommen mehr und mehr ans Licht oder an die Oberfläche und zeigen sich somit nicht immer nur emotional, sondern eben auch körperlich oder beides. Und dann erkennen wir aber häufig den Zusammenhang nicht.
Und so ist es auch, dass jetzt, auch wenn du denkst, du bist in Ordnung und alles ist gut und plötzlich kommt irgendwo ein Schmerz, kann es sein, dass das Thema jetzt in dem Moment fühlbar wird, damit du es dir ansehen kannst. Wenn meine Themen, die ich hatte, alle auf einmal fühlbar geworden wären, da wäre ich zusammengeklappt. Das hat unter uns gesagt, es reicht mir so schon. Ja? Ich bin auch manchmal so hart an der Grenze, dass ich sage, mein liebes Seelchen, ja, ich weiß, ich habe mir Krankheiten ausgesucht. Irgendwann wäre es auch mal schön, wenn die vorbei wären. Aber das ist dann immer so die Opferhaltung. Und wenn wir in der Opferhaltung sind und aus dem Ego agieren, dann denkt unser Verstand, ja, ich will das nicht, aber die Seele sagt, doch, du willst das schon, weil sonst hättest du es ja nicht, weil wir uns aus Seelensicht ja alles selber kreieren. Deswegen bedankt euch bei eurer Seele und seid euch bewusst, ihr bekommt nur das, was ihr auch tragen könnt. Aber es ist eben auch nacheinander, die kommen die Hinweise, weil sonst wäre es auch zu viel. Ja, und so ist es häufig, dass wenn eben was weh tut, dass es lange Zeit in uns eingespeichert, vergraben war und dann eben einfach ab einem gewissen Zeitpunkt fühlbar wird, damit wir das jetzt heilen können oder damit wir es nochmal fühlen können und gehen lassen können. Und das sind wirklich häufig ganz, ganz alte Themen und gerade im Bauch-Darm-Bereich. Nicht nur, dass wir da Gefühle der anderen aufsaugen, sondern auch, dass da sich alte Sachen fest gespeichert haben, die wir nicht mehr gefühlt haben aus dem Schutzmechanismus heraus, weil wir auch alle so betäubt wie Maschinen durchs Leben gelaufen sind. Und wenn es jetzt wieder fühlbar wird, war es die ganze Zeit häufig schon in uns. Also so das, was ich jetzt fühle bei meinen Bauchschmerzen, ist es ein alter Schmerz, der jetzt einfach fühlbar wird, dass die Daniela das auch gehen lassen kann. Und ich weiß noch, ich war vor einigen Jahren bei einem Osteopathen und der hat auch eigentlich das meiste bei mir im Bauch so gearbeitet. Und der war danach fix und fertig, weil der in mir Sachen gespürt hat, die ich nicht gefühlt habe. Ne? Also klar, ich hatte so damals so ein paar Themen, aber da war ich noch nicht wirklich bewusst. Ich bin halt zu dem hingegangen und habe mir gedacht, das soll mich einrenken oder so. Aber der hat mir dann Sachen erzählt, was ich in mir abgespeichert habe. Und der war fix und fertig und meinte, ja, du darfst dich jederzeit bei mir melden, wenn was hochkommt und so. Und dann hat er mir irgendwas gesagt von Traumatisierungen aus der Kindheit, als ich 3 war oder im Mutterleib und so. Und das sind Sachen, die wissen wir alle nicht. Und das können auch Kleinigkeiten gewesen sein, die uns da traumatisiert haben. Häufig auch der Geburtsprozess. Wenn ich mir schon vorstelle, die mit ihren grellen Lichtern und Kitteln und dann erstmal hier gewogen, gemessen, sonst was. Also das kann schon traumatisieren. Oder auch in der Kindheit. Ja, also bei mir auch mein erster Kindergartentag. Boah, erinnere ich mich heute noch. War ganz schlimm für mich. Alles. Gerüche, Lärm. Plötzlich war meine Mutter weg. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob man es mir erklärt hat. Wahrscheinlich schon. Aber für mich war es einfach ein Schock. Und so haben wir ganz, ganz viele Sachen, die uns traumatisiert haben. Und es speichert sich eben im Magen-Darm-Bereich ein und ist dann auch häufig viele Jahre nicht fühlbar, bis es eben Zeit ist, dass man das heilen darf, dass es weggehen kann. Und das ist mir eben so bewusst geworden, als der Osteopath da so fix und fertig war und ich mir gedacht habe, ja, mir geht's gut, ich merke da gar nichts. Und dann so im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, wie mein Magen-Darm-System immer Signale gegeben hat, wie dann plötzlich Schmerzen kamen, wie der auch häufig aufgebläht war. Ja, man sagt ja auch, ein Blähbauch führt zu Panikattacken. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wenn sich im Magen-Darm-System Themen abspeichern, speichern sich da auch viele Ängste ab. Und wenn die dann hochkommen als Panikattacke, liegt es nicht am Blähbauch, sondern warum man den hat. Ja, und das ist immer was Emotionales.
Und das kam bei mir die Jahre über hinweg immer wieder so dosenweise, sage ich jetzt mal so in schönen Portionen, Portionchen, dass die Daniela das auch tragen und ertragen kann, kam das immer wieder hoch. Und das ist aber immer noch auch ein bisschen Thema, deswegen habe ich jetzt auch wieder Bauchschmerzen, weil sich immer wieder auch was löst. Und das ist so wichtig, da richtig dann damit umzugehen und zu verstehen, was die Hintergründe bei diesen Themen sind. Und dass wir auch nicht die Verantwortung abgeben, gerade auch wenn wir jetzt zum Beispiel Bauchschmerzen haben oder einen Blähbauch, dann suchen wir immer sofort bei der Nahrung. Ja, dann denken wir, vielleicht haben wir was Falsches gegessen oder wir haben Unverträglichkeiten. Und häufig ist es auch so. Nur dürfen wir das nicht so sehen, dass das, was wir essen, Schuld an unseren Schmerzen ist, an unseren Bauchschmerzen oder am Blähbauch, sondern dass es einen Hinweis gibt und dass es den Schmerz hochtriggert. Das ist meine Sicht dazu. Weil ich war ja dann auch die letzten Tage, wo auch die Schmerzen, wo ich die hatte, war ich auch am Suchen, so, was esse ich denn, was mir nicht gut tut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Daniela, das ist doch gut, dass jetzt der Schmerz da ist. Und der ist jetzt, auch wenn du noch was isst, was du nicht verträgst, oder das ist einfach nur was, was es hochtriggert. Also such jetzt nicht schon wieder einen Schuldigen, ja, oder ein schuldiges Lebensmittel, sondern seht es einfach so an, dass es das Thema hochtriggert und sichtbar macht, indem es das Ganze fühlbar macht. Also wie so ein, ich sag mal, Brechmittel. Schaut mal, das ist zum Beispiel auch Menschen, die rauchen und irgendwann Krebs bekommen. Da kann man auch sagen, die Zigaretten haben den Krebs, das emotionale Thema, sichtbar gemacht und hochgetriggert. Und da ist es auch schon eine Art der Heilung. Also man hat ja vorab ein emotionales Thema, was einen Menschen dazu bewegt, was Ungesundes zu machen. Sei es jetzt Alkohol trinken, sei es zu rauchen oder sei es was zu essen, was man nicht verträgt. Das Unterbewusstsein weiß ja, dass es im Endeffekt nicht gut ist. Also wenn man in sich hineinspürt, weiß man genau, was gut ist und was nicht. Und erst wenn man das Thema dahinter auflöst, macht es auch Sinn, im Außen mit den schädlichen Sachen aufzuhören, beziehungsweise dann verliert man die Resonanz dazu und dann muss man es nicht mehr machen. Wenn wir uns zwingen wollen, aufzuhören zu rauchen, dann werden wir es nicht können, weil da ja ein emotionales Thema ist und die Zigaretten nur dieses Thema hochtriggern und wenn es dann irgendwann zur Lungenkrankheit oder so wird, dann ist es nur ein Hinweis, wo man das Thema sitzen hat und zwar in der Lunge, die unter anderem für Freiheit steht. Und bei mir ist es immer Magen-Darm-System, weil das auch unser emotionales Verarbeitungszentrum ist und bei mir geht es ja um Gefühle rauf und runter. Ja, deswegen, ich hatte auch andere körperliche Sachen, aber Magen-Darm-Bereich ist immer ein zentrales Thema bei mir. Und deswegen sind es ja auch Hinweise und die werden wir nicht einfach wegmachen können, sondern wir dürfen, egal was es ist, was es hochtriggert, das uns ansehen und wieder durchfühlen und dann verlieren wir die Resonanz. Schaut mal bei mir. Ich habe auch mal früher Tests gemacht mit Nahrungsmittelunverträglichkeit und so. Und letztendlich haben die mir genau das dann gesagt, was ich eh schon gefühlt habe, was es ist. Aber ich konnte dann nicht aufhören damit, weil ich es irgendwie gebraucht habe. Und es waren jetzt keine ungesunden Sachen, ja, das waren irgendwie Datteln und solche Geschichten. Und da ist mir bewusst geworden, dass es jetzt nicht zielführend ist, einfach was wegzulassen oder der Sache die Schuld zu geben, sondern sich erstmal da zu bedanken, dass dieses Thema hochgetriggert wurde. Sei es jetzt egal, ob es jetzt gesunde Datteln sind oder ungesunde Zigaretten. Es wird unser Thema hochgetriggert und uns gezeigt, egal wo es sitzt. Rauchen, Lunge, Datteln, also Essen, Magen-Darm-System,
Alkohol unter anderem Leber, verdrängte abgespeicherte Wut. Ja, und so werden wir im Außen immer zu den Sachen geführt, wo wir innerlich ein Thema haben, sonst würden wir nicht in Resonanz dazu stehen. Und schaut mal, ich zum Beispiel habe so in mich hineingespürt, was ich nicht vertragen könnte. Und da waren dann auch so ein paar Lebensmittel, wo ich mir dachte, ja, vielleicht tun mir die nicht gut. Also auch wirklich gesunde. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, irgendwie brauche ich die gerade noch, irgendwie geben die mir was. Und ab dem Moment, wo ich das verstanden habe, was dahinter steckt, das Emotionale, habe ich gespürt, wie ich diese Lebensmittel plötzlich nicht mehr so gebraucht habe, weil ich die Resonanz verloren habe, weil ich ja verstanden habe, wofür das Ganze gut war, dass es das aus mir hochtriggert. Und deswegen ist auch das Thema Schuld verteilen und Schuld im Außen suchen immer nicht zielführend. Aber sagen wir mal, ich vertrage jetzt Bananen nicht. Kann ich auch sagen, ah, blöde Bananen, lasse ich die weg. Aber die triggern ja mein Thema hoch. Und ich verliere zu denen die Resonanz, wenn ich dieses Thema fühle, erkenne und auflöse. Und das ist wichtig, dass wir, wenn was hochgetriggert wird, sei es jetzt durch Lebensmittel, sei es durch Suchtmittel, sei es durch Schicksalsschläge, was auch immer es sein wird. Wirtschaftliche Katastrophen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, unsere eigenen Ängste und Themen hochzuholen. Und das ist wichtig, da nicht die Schuld eben zu verteilen, sondern in sich hineinzuspüren, warum man damit in Resonanz steht und wie man das für sich verwenden kann, um zu heilen. Ja. Und durch die Erkenntnisse spüren wir häufig schon eine Verbesserung, dass sich was verändert in uns. Weil schaut mal, es gehen alle Gefühle durch den Magen, nicht nur die Liebe. Alle Gefühle gehen durch den Magen und wollen auch verarbeitet werden. Deswegen merke ich auch in Phasen, wo ich so Bauchschmerzen habe, dass ich nicht so einen Appetit habe, weil mein Körper das verarbeitet. Und er kann nicht so viel auf einmal verarbeiten. Wenn ich dann noch so viel esse, merke ich, boah, jetzt ist es doppelt so schlimm. Auch wenn mein Verstand sagt, ja, Daniela, du musst jetzt essen. Ja, das ist wichtig, weil ja jeder sagt, Essen ist wichtig. Aber wenn mir mein Körper mal sagt, Daniela, mach mal irgendwie einen Tag Pause oder so, leg mal einen Fastentag ein, dann höre ich da auf meinen Körper, weil ich spüre ja dann, dass da was in mir verarbeitet wird. Und deswegen es ist es da auch wichtig, auf seinen Körper zu hören und ihm auch Ruhe zu gönnen und ihn dann nicht noch zusätzlich zu belasten mit zu viel Essen oder zu viel negativer Gedanken oder indem wir zu hart zu ihm sind und sagen, du musst jetzt funktionieren und die Bauchschmerzen müssen weg und dann vielleicht Schmerzmittel nehmen, um das Ganze wieder zu unterdrücken. Weil wir eben auch mit körperlichen Schmerzmitteln unsere emotionalen Themen nur betäuben. Und dann können wir sie nicht lösen. Ich lall schon wieder. Dann können wir sie nicht lösen. Und deswegen so dieses Betäuben ist nicht gut. Und wir waren da alle in der Vergangenheit in so einem betäubten Zustand. Ich ja auch. Das, was der Osteopath bei mir gespürt hat, das habe ich lange Zeit überhaupt nicht gespürt. Das war für mich nicht fühlbar. Also als Kind habe ich die körperlichen Schmerzen gespürt und auch häufig eine tiefe Traurigkeit. Als ich erwachsen war, gingen körperliche Schmerzen weg. Aber auch die emotionalen. Da löst sich schon wieder was. Als ich erwachsen wurde, gingen die körperlichen Schmerzen weg. Teilweise, aber eben auch die emotionalen, aber nicht, weil sie nicht da waren, sondern weil ich so abgestumpft war und sie nicht mehr gefühlt habe. Aber irgendwann kommen die wieder hoch, weil es ja in uns noch drinnen ist. Und es ist wichtig, dass wir das gesund rauslassen, weil wir sonst im Außen
noch zu diesen niederen Gefühlen in Resonanz stehen und dann das in unser Leben ziehen, was wir in uns noch an Müll tragen. Und deswegen ist das eine ganz, ganz, ja, wichtige Erkenntnis, dass in dem Moment, wo es spürbar ist, ist es eben häufig schon, ja, der Schritt in die Heilung. Und vieles sind eben alte Themen, aber es ist auch immer wichtig zu beobachten, wann sich Schmerzen verändern. In welchen Situationen oder mit welchen Menschen. Weil gerade zum Beispiel auch im Bauchbereich habe ich das so extrem gespürt, da ging es meinem Papa mal so schlecht. Und ich habe den nur ansehen müssen und ich hatte plötzlich so eine 1:1 Energieübertragung von seinem Schmerz zu mir in den Bauch oder auch mal nach einer Trennung von einem Ex-Freund. Habe ich das super extrem gespürt. Und ich habe es im Nachhinein auch nachvollziehen können, weil ich die Parallele erkannt habe und weil auch bei meinem Ex-Freund, das habe ich ihr schon mal erzählt, er mir auch noch die Uhrzeit gesagt hatte, wann er mir auch wissentlich oder absichtlich den Schmerz geschickt hat, den ich dann auch empfangen habe. Deswegen bitte schützt euch da auch und da gehört auch dazu, den eigenen Schmerz zu fühlen und zu leben und auch Wut gesund lernen zu leben, weil man dann sich einen energetischen Schutz aufbaut, dass man, wo man auch das von den anderen nicht mehr so aufsaugt. Sonst hat man nämlich Arbeit für zwei. Das ist so, so wichtig. Auch bei körperlichen Schmerzen. Und wenn du ein Umfeld hast oder ein Leben, was dich auch schwingungstechnisch immer runterzieht, dann schwingst du auch niedriger. Und dann kommen auch häufig in so Phasen, wo es einem schlecht geht, kommen dann häufig auch Schmerzen, weil das System niedriger schwingt. Und in einem hochschwingenden System, in einem hochschwingenden Körper, können sich Schmerzen oder Krankheiten gar nicht erst festsetzen. Deswegen sagt man ja auch, Liebe ist ein Heiler. Oder wenn man mit liebevollen Menschen seine Zeit verbringt, dass dann häufig Schmerzen einfach weg sind, weil man höher schwingt mit den Menschen oder in dem Umfeld oder auch vielleicht in der Natur. Weil man dann seine Schwingung erhöht hat und dann sind die Schmerzen weg, die vorher da waren. Und das ist spannend, diese Parallelen zu erkennen und um auch entsprechend ja auch das Umfeld zu bereinigen, zu lernen, Grenzen zu setzen und auch ab und zu mal vielleicht, wenn du eine Trennung oder so hinter dir hast, so eine energetische Bändertrennung zu machen. Die erneuern sich zwar immer wieder, weil wir sind auch mit Menschen verbunden, aber gibt es auch Anleitungen hier auf YouTube, wo man einfach mal so die energetischen Bänder trennen kann. Aber meiner Meinung nach ist der beste Schutz immer noch die Erkenntnis und einfach bewusst die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt diese Bändertrennung und entscheide mich dafür, das vom anderen nicht mehr aufzunehmen und das, was ich vom anderen noch in mir trage, wieder in Liebe abzugeben. Und dieses Bewusstmachen, dass diese Themen existieren und dass wir uns das ins Bewusstsein rufen und auf unser Gefühl hören, wo wir hingeleitet werden, auch zu welcher Person, das ist häufig schon die beste Hilfe. Da müssen wir gar nicht so viel uns schützen oder immer reinigen. Also ich glaube wirklich, wenn wir uns das ins Bewusstsein rufen, ist es schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt und dann können wir auch durch die Erkenntnisse sehr, sehr viel auch schon lösen und auflösen. Und ich merke es zum Beispiel auch bei mir, auch während den Videos, wenn dann mein Magen anfängt zu krummeln, dann lösen sich da Sachen und das kann sich immer unterschiedlich zeigen. Entweder, dass man Kratzen im Hals hat, dass man vielleicht gähnen muss, dass man im Magen was spürt, was auch immer, dass man auf die Toilette muss, das sind alles Möglichkeiten, wo der Körper ja vielleicht was loswerden möchte oder wo man sieht, dass der Körper arbeitet energetisch. Und es ist wichtig, da die Zusammenhänge zu erkennen.
Und weil ich auch einen kratzigen Hals habe, muss ich jetzt mal einen Schluck Tee nehmen, weil ich habe so einen Halswärmer-Tee. Habe ich mir, glaube ich, auch schon intuitiv richtig gemacht. Und jetzt gucken wir auch mal, was da steht, weil das habe ich noch nicht geguckt. Auf dem Teespruch. Also das Ziel des Lebens ist, im Gleichgewicht zu sein. Ja, da haben wir es auch schon wieder. Und das ist das emotionale Gleichgewicht gemeint. Nehme ich gleich noch einen Schluck bei so einem guten Spruch. Genau. Es kommt immer auf die Balance und aufs Gleichgewicht an, auch von den Energien, männlich-weibliche Energien und aktiv, passiv, Denken, Intuition. Ja, das ist immer das Gleichgewicht und das Wechselspiel aus allem. Und wenn wir das emotionale Gleichgewicht haben, dann haben wir das auch im Körper. Und dann haben wir auch die körperliche Stabilität. Und es ist aber wichtig, dass wir erkennen, dass das immer den Ursprung in unserer Gefühlswelt hat, mit der wir dann die äußere Welt manifestieren. Deswegen, wenn du irgendwo Schmerzen hast oder auch Bauchschmerzen, dann stell dir immer die Frage, was sie dir sagen möchten. Ob das ein aktuelles Thema ist, was dir im Magen liegt, ob es was aus der Vergangenheit sein könnte oder beides, dass du ja auch dich schützt und dich nicht von anderen immer emotional zumüllen lässt, weil sich eben die Gefühle der anderen ja über den Bauch übertragen. Da muss man nicht den Mund aufmachen, man muss nicht das essen, was die anderen essen. Es ist automatisch über den Bauch, wo diese Übertragungen auch stattfinden. Und deswegen schau, dass du dein Umfeld bereinigst und dass du dich öffnest, auch im Herzen, weil Liebe auch ein Heiler ist und die Liebe dann genauso wunderschön durch den Magen gehen wird, so wie es auch die negativen Gefühle tun. Und das geht aber erst dann, wenn wir uns öffnen und ja auch trauen, das wieder anzunehmen und uns nicht verschließen und ja einfach offen im Herzen bleiben oder wieder werden. Das ist für alles wichtig. Ja, weil das machen wir sonst nämlich häufig automatisch, wenn wir auch körperliche Schmerzen haben, dass wir uns auch emotional verschließen. Spür in dich hinein, was für dich sich stimmig anfühlt von all dem, was ich jetzt in dem Video angesprochen habe. Ich werde auch noch Videos verlinken zum Thema Appetit verloren, also Appetitverlust. Und ich werde noch ein Kräuterelixier verlinken, was ich sehr gut finde, was ich auch aktuell nehme. Und ja, sowas kann man unterstützend nehmen. Da bin ich übrigens auch schon hingeführt worden, bevor ich die Schmerzen bekommen habe. Also ich habe es schon intuitiv gespürt, dass was kommt und habe es aber nicht verstanden, weil ich mir dachte, wieso brauchst du denn das jetzt, Daniela? Und im Nachhinein, als ich dann auch auf der Packung nachgelesen habe, dass es genau dafür gut ist, ja für Magen-Darm auch. Und ist mir das so bewusst geworden, ja, dass ich das vorher schon gespürt habe, was ich brauchen werde, obwohl da die Schmerzen noch gar nicht da waren. Also ist auch spannend. Deswegen hört da bitte immer auch auf eure Gefühle und nicht nur auf meine. Wir alle haben Bauchgefühl, wir alle können wissen, wo es herkommt und ob es wirklich alles unseres ist und was wir aber auch vielleicht ja, den anderen zurückgeben können, dass sie selber lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Weil wir manchmal auch eben als hochsensible, empathische Menschen von unseren Mitmenschen Themen abnehmen, die die nicht spüren. Ja, so wie ich damals beim Osteopathen, der das gespürt hat, so machen wir das häufig unbewusst, ja, wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, der mehr Schmerz noch nicht spürt, dass wir den energetisch abnehmen und uns das nicht bewusst machen, weil der andere hat ja keinen Schmerz. Und plötzlich haben wir den Schmerz und suchen dann den Fehler an uns, bei uns. Ja, das häufig in Partnerschaften kann das der Fall sein. Also wenn du ständig irgendwie Bauchschmerzen hast und dein Partner sagt, ja, was ist mit dir immer los, ne? Und du denkst, ja, was ist mit mir eigentlich los? Kann das sein, dass dein Partner da was verdrängt oder was verdrängt hat, dass er das nicht fühlt und dass er das dir überträgt und du ihm das quasi abnimmst? Und du ihn da pflasterst. Und ab dem Moment, wo du weg wärst,
würde er den Schmerz wieder fühlen können und könnte dann auch heilen. Und deswegen seid euch bitte bewusst, dass diese Dinge existieren und dass wir uns das ins Bewusstsein rufen dürfen, damit wir anderen diese Themen nicht mehr abnehmen. Weil da alles, was wir energetisch abnehmen, macht sich bei uns körperlich bemerkbar. Aber eben auch nur, wenn wir noch in Resonanz dazu stehen. Ja, das ist Menschen, die wir im Außen da noch pflastern, zeigen uns auch unser inneres Thema. Weil wenn wir nicht noch Schmerz in uns hätten, dann würden wir nicht mit denen in Resonanz stehen und hätten die nicht in unserem Leben. Deswegen ist es auch hier nicht die alleinige Lösung zu sagen, der ist schuld, ich trenne mich jetzt, dann ist alles gut. Nee, das ist ein Teil oder es wäre eine Teilmöglichkeit, aber ganz betrachtet wäre es auch so, auch wirklich das Alte bei sich fühlbar zu machen und anzunehmen und nicht wegzudrücken, sondern wirklich auch dankbar Schmerz anzunehmen, weil wir eben in der Vergangenheit häufig auch nervlich gesehen so abgestumpft war und dann konnte das der Körper nicht mehr fühlen und nicht mehr weiterleiten. Und je sensibler und spüriger wir wieder werden, umso mehr fühlen wir auch die schönen Gefühle, by the way. Das ist der schöne Gegenpol, auf den wir uns alle freuen dürfen. Aber der Weg zu diesen wunderschönen Gefühlen geht halt durch den Matsch und durch den Sumpf und durch die Gefühle, die nicht so schön sind und eben auch durch die schmerzhaften Gefühle, dass die eben auch nochmal fühlbar werden, weil wir wieder sensibler werden, unsere Sinne werden häufig auch geschärfter und ja, dann nehmen wir einfach wieder mehr wahr. Und das ist nicht immer leicht in der Gesellschaft, weil ich festgestellt habe, wie häufig oder wie oft oder an welchen Orten es unglaublich stinkt, was mir vorher nie bewusst war. Also mein Papa hat zum Beispiel auch mal gesagt, wie ich gesagt, boah, hier stinkt es. So, das ist ja nicht normal mit dir. Und ich so, wieso? Mit mir ist jetzt alles normal? Ja, weil du alles. Bist so empfindlich und ich so, nein, ich bin hochsensibel. Ja, das ist ein Geschenk. Aber es ist halt auch in der Gesellschaft manchmal nicht so leicht, weil noch nicht so viele Menschen in der Vergangenheit so spürig und empfindsam waren und man dann eben von der Seite oder häufig nicht so viel Verständnis bekommen hat oder der andere das weggeredet hat, weil er sagt, nur ich rieche nichts oder ich fühle nichts. Das ist jetzt dein Problem, so ungefähr. Oder mit dir ist was falsch. Eigentlich ist es aber genau andersrum. Also zweifelt da bitte auch nicht an euch. Und ja, lasst euch da nicht klein halten, sondern erkennt, dass eure Gefühle das größte und wertvollste Geschenk sind, das ihr in euch tragt. Ja, das war es jetzt zu dem Thema. Es ist ein Riesenthema. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Das ist ja vieles einfach aus meinen Studien. Deswegen gibt es da auch keine Quellen und das ist einfach aus, ja, aus meinem Leben. Und das sind dann wieder so Momente, wo ich dann schon im Nachhinein auch dankbar bin, dass ich das alles so an mir erfühlen und durchleben darf, weil es auch mich immer weiterbringt und mich zu so spannenden Erkenntnissen führt. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Also ich fühle mich jetzt besser. Ich merke, wie sich bei mir im Bauch was gelöst hat. Also ich merke, dass jetzt die Schmerzen eigentlich weg sind. Ich habe jetzt nur noch so einen Druck. Ist auch spannend. Also ich spüre noch so eine Verkrampfung, aber es ist leichter. Ich bin gespannt, was es mit euch macht und machen wird. Und da darf jeder von euch in sich hineinspüren, was sich für dich richtig anfühlt, stimmig anfühlt. Hör auf dein Bauchgefühl, dein Unterbewusstsein, deine Intuition, deine Seele wird sich das rauspicken, was für dich jetzt in diesem Moment relevant ist und was dir helfen wird. Und wenn du ja, auch noch den Impuls an deine Seele gibst, dass sie dich dorthin führt, was deine Lösung ist, dann wirst du auch dorthin geleitet. Das heißt jetzt bestimmte Teesorten, die dir helfen, ja, oder auch mal bestimmte Massagen oder Heilpraktiker. Ich war übrigens kürzlich auch bei einer Massage
Und da wurde auch viel am Rücken gearbeitet und da hat sich auch was gelöst. Ja, also auch dadurch wurde Altes wieder hochgetriggert. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Dadurch wurde Altes auch wieder hochgetriggert und dadurch habe ich es auch wieder fühlbar bekommen. Ja, aber nicht, weil die jetzt was Schlechtes gemacht hat bei der Massage. Nein, die hat einfach was gelöst, was in mir festgesteckt hat und das wird jetzt nochmal fühlbar und dann kann es eben auch, dann kann es auch weg hier. Ne? Die ganzen negativen alten Sachen, die werden jetzt ausgemistet. Da machen wir einen kleinen Frühjahrsputz in uns. Also, ich wünsche dir auf deinem Weg, auf deinem Seelenweg, dass du nach diesem Video etwas unbeschwerter gehen kannst. Und es darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst.